Aufpassen! And action! Aufpassen! Jawoll! Jetzt, meine Damen und Herren, kommt er bei Ihnen vorbei und er stellt die Maschine ab. Und dann, wenn er steht hier, den Helm vom Kopf genommen hat, ein donnernden Applaus! Jawohl! Du hast mich. So, hier, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir zu einem ganz schweren Stunt. Einer der schwersten Fahrten auf dem Gebiet der Outdoor-Artistik ist es, mit einem LKW aufs Vorrädern zu fahren. Ein LKW kann man nicht mit einem Auto vergleichen. Absolut gar nicht. Der Punkt ist viel höher. Das Fahrzeug hat einen U-Rahmen. Dieser U-Rahmen ist nicht so stabil wie ein Autochassis. Wenn man über Wellen und Huppel fährt, fängt er an, sich in der Mitte zu verbiegen und zu verformen. Er schwingt praktisch, dann hat er noch an der Hinterachse Luftfederung. Jede Kurve will das Fahrzeug ausgleichen. Und das muss neben dem Steuer ausgleichen. Dann ist es dazu hier ein wirklich, ganz, wirklich undenkbar schlechtes Gelände für diese Fahrt. Drücken wir unserem Steam die Daumen, dass er hoffentlich heile hier über die Piste kommt. Aufpassen, Junge. Aufpassen. Alter Schwede, alter Verwalter. Er hat keine Gewichte in dem Fahrzeug, was Sie denken. Wirklich nur mit Hilfe der Rampe wird er in die Schräglage, das Rest macht er am Steuer. Das sind Weltsensationen, meine Damen und Herren. Auf dieser Piste. Wo ist der Applaus hier? Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ist er noch nervenstark? Wollt ihr eine Zugabe? Nee, ehrlich, also ohne Quatsch, wir sind ein tolles Publikum, aber dafür fahren wir nicht. Wollt ihr eine Zugabe? Ja! Alright, dann geht er doch mal in die Startposition. Wir drücken ihm noch einmal die Daumen. Aufpassen. Aufpassen, Junge. Wahnsinn. Glauben Sie mir, Wahnsinn. Und er kommt jetzt nochmal, dreht mal eine Runde, hier zeigt man Burnout im LKW. Achtung! Ich möchte mal was hören hier! Super, sehr gut. Street Life hier. Ja, Junge. Du sollst dem Kind nicht schon der Popcorn weggessen. Meine Damen und Herren, geben Sie meinem Junior noch mal einen Riesenapplaus, bitteschön.